Schweres Flugzeugunglück in Russland. Bei der Bruchlandung einer Tupolew-Maschine werden 44 der 52 Menschen an Bord getötet, die anderen meist schwer verletzt. Die Maschine aus Moskau ist bei dichtem Nebel und Regen auf dem Landeanflug zum Flughafen von Petrosawodsk in Karelien. Aus zunächst unbekannten Gründen landet der Pilot stattdessen etwa 2 Kilometer entfernt auf einer Autobahn. Nach Angaben der Behörden bricht die Tupolew beim Aufprall auf die Fahrbahn auseinander und geht in Flammen auf. Wir haben 2 Menschen evakuiert, die mitten auf der Straße waren. Ein anderer griff nach meinem Arm, aber ich hatte keine Zeit. Alles um mich herum begann zu explodieren. Ich konnte nicht näher heran. Überall brannte es, ich konnte nicht. Der Unglücksort in der Nähe eines Wohngebietes ist mit Wrackteilen übersät. Unter den Toten sind ein deutsch-russischer Doppelstaatler und mehrere Ausländer. 2 Kinder überleben die Bruchlandung mit Brandverletzungen. Die Behörden leiten eine Untersuchung ein nach einem der schwersten Flugzeugunglücke in Russland in den vergangenen Jahren.